Jo, du darfst dich gerne hinsetzen. Heute Morgen wollen wir uns ein bisschen interessantes Thema anschauen und ihm widmen. Und zwar geistliche Wachstum und geistliche Verdauung. Ich habe zu Hause gerade einen 7-monatigen Thronfolger. Und da, wenn ich ein bisschen kurz in die Windel reinschaue, dann kann ich ziemlich genau analysieren, was denn sein Darm schon so alles drauf hat und was noch nicht. Also man hat ja so die ersten 6 Monate mindestens, wo ein Kind so sich nur von Flüssigem ernährt und irgendwann nimmt man dann ein bisschen mehr und erlaubt dem Kind dann ein paar Stücke zu essen, irgendwo dran zu saugen an einem festen Gegenstand, an einer Melone oder einem Apfel oder so. Und dann kriegen die Kinder immer so einen Geschmacksflash, wenn sie das erste Mal daran lecken. Genau, heute soll es nicht darum gehen, nur wie Babys sich langsam entwickeln, sondern auch wie du und ich, wie wir uns im Glauben entwickeln können. Und da haben wir diesen Zusammenhang von unserem geistlichen Wachstum und auch unserer geistlichen Verdauung. Was vielleicht im ersten Moment ein bisschen strange sich anhört, aber was so die Bibel uns als Bild verwendet, um das zu erklären. Genau, wir wollen gleich in Johannes 6 schauen. Und da sehen wir nämlich so eine Situation, wo Jesus enorm viel Konfrontation bekommt. Jesus hat gerade am Anfang von Kapitel 6, hat er gerade 5000 Menschen übernatürlich satt gemacht mit Brot. Dann kam Sturm, Jesus hat die Jünger schon mal losgeschickt, weil er gemerkt hat, es wird brenzlig, die Menschen, das Volk will mich zum König machen, weil sie überhaupt nicht das verstanden haben, was ich eigentlich als Mission hier auf der Erde habe. Und dann kommt diese zweite Hälfte vom Kapitel 6, die du bestimmt schon mal gelesen hast und dir nur dachtest, oh Mann, warum redest du so komisch, Jesus? Was sehr anstößig ist, auch für die Juden damals, und wo die Frage entsteht, warum konnten Menschen damals, als sie Jesus gegenüberstanden, das Wort, was er gesprochen hat, oft nicht empfangen. Wir haben das, dass viele Menschen berührt wurden durch seinen Dienst, durch seine Worte, aber auch enorm viele Menschen konnten überhaupt nichts damit anfangen, was Jesus da zu ihnen gesagt hat. Und heute ist das das Gleiche, dass wir oft die Bibel lesen, vielleicht sogar gut kennen, aber oft nichts damit anfangen können. Und geistliche Verdauungsprobleme haben und Dinge rauskommen, genauso wie sie eigentlich reinkamen. Genau. Genau. Dann ist natürlich die Frage, wer hat jetzt was falsch gemacht? Ist es Gott? Ist es Jesus, der einfach komisch redet, super kompliziert redet? Ist das, deswegen wir heute nicht mehr die richtige Bibelübersetzung haben? Wie manche Menschen auch sagen von anderen Religionen, ja, das ist irgendwie über die Jahrhunderte irgendwie flöten gegangen, die richtige Bibel, und jetzt haben wir eigentlich eine gefälschte Bibel. Oder ist es, dass Menschen sagen, ja, ich bin einfach nicht so der Typ zum Bibellesen. Manche Menschen sind der Typ, mal ich bin nicht der Typ. Also wo liegt das Problem, dass der liebende Gott etwas auf dem Herzen hat, mir zu sagen, aber das nicht bei mir ankommt? Macht Gott einen Fehler? Ist das für die falsche Bibel? Bin ich zu blöd? Wo liegt das Problem? Wie kann das sein, dass ein lebendiger Gott zu mir redet und ich die Bibel manchmal als das langweiligste Hobby ever auf diesem Planeten erlebe. Was eigentlich nicht sein kann. Und da darfst du mal mit mir reinschauen in Johannes Kapitel 6, wo wir eben die Situation haben, dass Jesus diese eine krasse Wahrheit langsam erklärt und dann nochmal auf den Punkt bringt, wo er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Das klingt jetzt nur noch gar nicht so radikal. Hier erklärt er quasi, dass das, was er sagt, das sind geistliche Worte. Das ist eine geistliche Bedeutung. Davor nämlich ticken die Leute fast aus. Sie murren, sie streiten miteinander, sie klagen Jesus an und sagen, das ist eine Zumutung, die du da uns sagst. Und deshalb gingen im Vers 66 bei mir, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das heißt, nicht nur das Volk empfand die Worte Jesu als eine Zumutung, als sein Ekel, sondern seine eigenen Jünger. Wir wissen, dass er nicht nur 12 hatte die ganze Zeit, zu einer Zeit hatte er 70, die er aussendet, wahrscheinlich hatte er noch einige mehr, manchmal auch weniger. Und hier kommt es zu dem Punkt, dass viele von dem Volk, viele von seinen Jüngern sagen, es ist eine Zumutung, Jesus, was du uns sagst, weil sie das nicht verstehen können, was Jesus ihnen sagt. Und Jesus, geht das Risiko ein, provoziert vielleicht sogar, dass er missverstanden wird. Er sagt, wenn du nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkst, dann haben wir nichts zusammen. Also du musst mein Fleisch essen und mein Blut trinken.
Nicht nur, dass das vom Alten Testament rituell völlig verboten war, sondern auch der normale Menschenverstand streikt da, wenn jemand mir sagt, ich solle sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Es kommt auch niemand auf die Idee, dass er nochmal nachfragt bei Jesus. Soweit haben sie dann doch kein Interesse anscheinend. Aber wir sehen, wie das Volk ihn ablehnt, streitet gegenseitig und murrt. Und anscheinend Jesus lieber eine kleine Menge von Jüngern hat, die aus den richtigen Motiven ihm folgt, als dass er eine große Menge hat, die aus verschiedensten, ganz falschen Motiven ihm folgt. Wir sehen nämlich am Anfang von Kapitel 6, nachdem er die Menschen versorgt hat mit Brot, kommen sie ihm nachgelaufen und Jesus sagt ihnen sofort, ihr kommt nicht, weil ihr ein Zeichen gesehen habt und erkennt, dass ich ein Prophet bin. Ihr kommt, weil euer Magen wieder leer ist und ihr Hunger habt. Ihr kommt aus ganz rein irdischen Gründen zu mir, was nicht ganz falsch ist, aber wenn ich keinen Hunger habe, nach dem Geistlichen, wenn ich keinen Hunger habe, zu erkennen, wer Jesus tatsächlich ist, dann ist das einfach eine Motivation, Jesus zu folgen, die nicht hilfreich ist. Und Jesus hat es lieber, dass die Trennung frühestmöglich klar wird zwischen dem, die ihm wirklich glauben und wirklich ihm nachfolgen und den Leuten, die irgendwie ihm hinterhergedackelt kommen, irgendwie an ihn glauben, aber kein wirkliches Interesse an ihm, an seiner Person und an seiner Mission haben. Und das finde ich so krass, wo ich mir oft dachte, Jesus, warum provozierst du das fast, dass Menschen dir den Rücken zukehren? Jesus will, dass meine Motive meines Herzens, der Grund, warum ich glaube, dass das sichtbar wird und klar wird. Und mein erster Punkt ist, verträgst du nur Milch oder auch Steak? Und ich hoffe, ich trete jetzt keinem Vegetarier zu nahe. Denkt ihr einfach an ein saftiges Tofu-Stück oder was auch immer. Also Milch oder feste Nahrung. Das wird uns nämlich in 1. Korinther 3,1 so gegenübergestellt, um uns zu erklären, wie wir als Menschen geistliche Dinge verdauen. Und da heißt es, da lese ich in 1. Korinther 3,1 aus der Hoffnung für alle, die ersten drei Verse, liebe Brüder, sagt Paulus und Schwestern, ich konnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus gar nicht kennen. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt? Paulus spricht hier zu Christen. Das heißt, in dieser ganzen Predigt geht es nicht darum, bin ich errettet oder nicht, liebt Gott mich oder nicht, sondern es geht darum, geistlich zu wachsen. Und wie wachse ich geistlich? Indem ich mit meinem zunehmenden Alter im Glauben auch zunehmende Fähigkeit erwerbe, Dinge zu verdauen. Und Paulus macht hier den Unterschied zwischen Milch und fester Nahrung. Und das ist so ein geistlicher Zustand, wo ich teilweise, und wenn wir das bei den Korinthern sehen, dann gehe ich davon aus, dass das bei uns Christen in Deutschland ähnlich ist, dass wir, viele von uns, über Jahre nur Milch konsumieren und uns wundern, warum wir schwach auf den Beinen sind. Wenn ich mit meinen jungen 35 Jahren nur Milch je in meinem Leben konsumiert hätte, ja, dann würde ich hier nicht gesund vor dir stehen. Und genauso ist das im Glauben, wenn ich nur Milch konsumiere und mich davon ernähre, weil ich denke, so bin ich halt oder so ist das halt, wegen meiner Vergangenheit, wegen meiner Zukunft, wegen Gott, wegen irgendwelchen Mitmenschen, wegen Umständen, kann ich nur Milch konsumieren, ja, dann wird dein geistlicher Zustand auch dementsprechend sein. Und wie schön ist es, wenn wir diesen Hunger bekommen nach der festen Nahrung, die uns tatsächlich stärkt in der Größe, die ich schon bekommen habe quasi. Also hier ist ein Zusammenhang zwischen den Taten, zwischen meinem Verhalten, meinem Lebensstil und der Nahrung, die ich schon verdauen kann. Wenn du jetzt so sagst, ja okay, dann ist also 1. Korintherbrief nur Milch. Und ihr sagt ja, okay, ich habe euch bisher nur Milch geben können. Und dann wischst du den 1. Korintherbrief nett vom Tisch. Ich glaube, so leicht ist es nicht. Das ist im besten Sinne ein gutes Müsli. Wo zwar viel Milch ist, vielleicht mehr Milch als in anderen Briefen. Aber da sind noch viele Haferflocken, da sind noch viele Früchte und sogar ein paar harte Nüsse. Genau, und im 1. Korintherbrief, genauso wie im Hebräer, wo wir gleich noch hinschauen, werden uns so drei verschiedene Phasen unseres Glaubens dargestellt, die alle mit E beginnen. Als erstes
ist meine Erneuerung. Wo ich überhaupt zu Jesus komme, du kannst dazu sagen, meine Wiedergeburt, meine Bekehrung, wie du das auch immer nennst. Also ich werde erneuert, wie die Bibel sagt, ich war vorher geistlich tot und dann komme ich zum Leben. Ich komme in diese enge Beziehung mit Jesus. Und nochmal, das hat nichts damit zu tun, wie wertvoll ich bin. Wenn du jetzt halt merkst am Ende der Predigt, oh Mann, ich ernähre mich nur von Milch, dann hat das nichts damit zu tun, dass du nicht errettet wärst. Hat das nichts damit zu tun, dass Gott dich nicht lieben würde. Aber hat damit etwas zu tun, dass Gott für dich noch Wachstum geplant hat. Genau, der zweite Phase ist dann, wo es heute darum gehen soll, ist die Phase vom Wachstum. Also mein Ego verleugnen, meine Erfahrung mit der Bibel steigern und auch meinen Einsatz für andere. Und das letzte E ist dann das Erwachsensein, diese völlige Reife, von der Paulus nachher noch spricht. Und nur, dass ich hier sitze und jetzt nette Worte höre, hat nichts damit zu tun, wie geistlich reif ich bin. Ich kann wie im Natürlichen alles jetzt schön hören, alles schön zu Bibel lesen, zu Hause oder hier, und es kommt aber nichts oder in der gleichen Form wieder raus, wie es bei meinem Sohn noch ist. Und das wäre natürlich schade, wenn ich geistliche Verdauungsstörungen habe und das noch nicht mal merke und alle Dinge so rauskommen ungefähr, wie sie auch reingekommen sind. Ob ich ein Wort empfangen kann oder nicht, zeige ich nicht dadurch, indem ich laut Halleluja oder Amen sage, was wunderbar ist, wenn du was erkannt hast, aber was kein Zeichen dafür ist, ob du tatsächlich geistliche Reife hast. Und wie beschreibe ich jetzt diese milchofeste Nahrung? Was ist das überhaupt? Ist ja ein schönes Bild, aber was ist das? Das erklärt uns Paulus ziemlich genau. Oder der Hebräerbrief. Hebräer 6, lese ich die zweite Hälfte von Vers 1 und Vers 2, wo es heißt, die Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Das sind mal so ein paar Beispiele von Milch, von Grundlagen des Glaubens, wo wir teilweise über Jahre, Jahrzehnte stehen bleiben dabei und uns nicht weiterentwickeln. Wenn ich dabei stehen bleibe, dann konsumiere ich nur Milch. Und das wäre sehr, sehr schade. Also lass uns mal anschauen, was sind tote Werke? Ja, das ist einfach, dass ich versuche, aus meiner eigenen Kraft Gott zu gefallen. Ich verstehe überhaupt nicht, was Jesus am Kreuz getan hat, dass ich in Gottes Augen bereits heilig bin, gerecht bin, sondern ich versuche immer noch durch meine eigenen Werke, meine eigenen Anstrengungen, durch mein tolles Beten, durch meine tollen Werke, mit denen ich anderen helfe, immer noch bei Gott irgendwie Pluspunkte zu sammeln. Das sind tote Werke, es gibt auch lebendige Werke, gute Werke, aber das sind die Toten, wo ich überhaupt kein Verständnis habe eigentlich, was Jesus eigentlich gemacht hat. Glaube an Gott, ganz einfach, ich glaube an diesen unsichtbaren Gott und ich brauche nicht jeden Moment in meinen Emotionen oder für meine Augen einen Beweis, dass es da wirklich einen Gott gibt. Sondern ich bin schon so reif geworden und habe eine Beziehung mit ihm, eine Vertrautheit mit ihm, dass ich nicht die ganze Zeit Beweise für meine Augen brauche. Die Lehre von Waschungen oder Lehre von Handauflegungen, was das ganz genau bedeutet, das weiß man nicht. Dieses Wort, meint wahrscheinlich diese Dinge, die aus dem Judentum noch mit reingenommen wurden, wo es was Äußerliches für die Augen zu sehen gibt, was eine geistliche Bedeutung hat. Und wenn ich mich beschränke auf, wie ich Hand auflege, wann, wie oft, oder diese Waschungen, manche Bibeln übersetzen das auch mit Taufen, ist auf jeden Fall ein Plural, wo ich eigentlich denke, okay, es gibt doch eigentlich nur eine Glaubenstaufe. Hier stehen Taufen oder Waschungen, was vielleicht damit zu tun hat, dass man damals die Hände rituell gewaschen hat oder verschiedene Körperteile gewaschen hat, die Kleidung gewaschen hat. Also es bezieht sich auf etwas, was ich an meinem Körper tue. Und wenn ich mich darauf beschränke, ohne auf die geistliche Bedeutung zu schauen, dann konsumiere ich nur Milch oder auch die Totenauferstehung und das ewige Gericht. Was passiert am Ende der Zeit mit mir, ist eine wichtige Frage, aber dabei sollte ich nicht stehen bleiben. Bei dieser ganzen Auflistung fehlt völlig dieses lebendige Leben in der Fülle des Heiligen Geistes. Fehlt völlig, was hat Jesus am Kreuz für mich getan? Für mich getan, an meiner Stelle getan und mit mir getan. Das fehlt da völlig. Und wenn ich dabei stehen bleibe, in anderen Worten, bei Gott liebt mich, da gibt es einen Gott, ja, die Bibel ist Gottes Wort, ja. Wenn ich dabei stehen bleibe, dann konsumiere ich nur Milch und werde nie stark und erwachsen im Glauben. Es bedeutet nicht, dass das unwichtig ist oder uninteressant werden soll. Es ist schade, wenn die Gnade Gottes, wenn Vergebung für mich etwas Gewöhnliches wird. Aber es ist schade, wenn ich dabei auf einer oberflächlichen, irdischen Ebene stehen bleibe und nicht tiefer nach der geistlichen Bedeutung suche.
Genau. Dann schauen wir uns mal die feste Nahrung an, also unser Steak. Und wenn du Milch und Steak vergleichst und mal guckst so im Supermarkt, da gibt es natürlich noch eine riesen Bandbreite dazwischen. Das heißt, du kannst nicht nur flüssige oder feste Nahrungsmittel einkaufen, sondern du kannst ja alles dazwischen. Cremig, ganz cremig oder, also weißt du, es gibt nicht nur ganz weich und ganz hart, sondern da gibt es viel dazwischen. Und so will ich dir mal ein paar Beispiele machen, wo es immer darum geht, dass ich noch so lebe, wie meine eigenen selbstsüchtigen Bedürfnisse, Wünsche, Meinungen sind oder ich mich vom Heiligen Geist und seinem Charakter leiten lasse. Nehmen wir das Beispiel Dankbarkeit. Milch wäre, wenn ich dir immer wieder sage, Mensch, sei doch dankbar, was Gott dir in Deutschland alles schenkt. Wir haben fließendes Wasser, wir haben Anziehsache, wir alle sind hier mit zwei Beinen reingekommen. Das ist Milch. Dafür dankbar zu sein ist Milch. Es ist gut, aber es ist Milch. Wenn ich dir sage, hey, sei doch auch dankbar, wenn du nichts siehst. Das ist schon ein bisschen fester. Weil dann muss ich schon ein bisschen drüber nachdenken, hey, ich bin nicht nur Fleisch und Blut, sondern ich bin ja auch Geist. Gott ist Geist und Gott wirkt im geistlichen Bereich an mir in erster Linie. Wenn ich dann auch noch sage, dass du dankbar sein sollst, selbst wenn du im Gefängnis bist, abgelehnt wirst, gerade zusammengeschlagen wurdest, also klar feindliche und negative Dinge in deinem Leben passieren, dann wäre das schon ein bisschen fester. Merkt ihr, das gibt so eine Entwicklung, wo ich stehen bleibe, entweder bei rein irdisch-emotionalen Dingen, für die ich dankbar sein kann, wunderbar, hinzu, ich finde im irdischen, seelischen, emotionalen nichts, womit mein alter Mensch, mein Fleisch, meine Emotionen zufrieden sind, aber ich schaue gar nicht in erster Linie darauf, sondern meine Augen sind auf das Geistliche, das, wie Gott ist, was er an mir tut, was seine Verheißungen sind. Und das ist dann quasi die feste Nahrung. Oder Thema Vergebung. Milch wäre, wenn ich dir sage, Gott vergibt dir alle Sünden. Und du denkst, okay, was habe ich diese Woche getan? Okay, das und das. Ich habe leider, bin ich zu schnell gefahren? 70 statt 50. Und da habe ich jemanden die Spur geschnitten und da habe ich nicht ganz die Wahrheit gesagt. Danke, Jesus, dass du mir vergibst. Wunderbar, totale Wahrheit, aber es ist Milch. Wenn ich dir sage, Gott rechnet dir gar keine Sünden mehr an, wenn du sein Kind bist, dann ist das schon eine andere Ebene, wo ich langsam dahin komme, das Kreuz zu verstehen. Dass Gott nicht mehr in Sünden denkt. Wenn er dich sieht, dann zählt er nicht, okay, da, gestern und morgen und hey, sind noch Sünden, sondern er rechnet dir keine Sünden mehr an. Er zählt nicht, er rechnet nicht. Und wie schön ist, wenn ich das auch verstehe. Feste Nahrung wäre dann, wenn ich dir sage, hey, du bist eine neue Schöpfung, dieser gleiche Charakter ist in dir. Das heißt, du rechnest die Sünden von anderen nicht an. Unabhängig, was sie dir antun. Das wäre schon ein bisschen festere Nahrung. Und da merken wir vielleicht, da wird es ein bisschen herausfordernd. Wie schön, wie einfach wäre das, wenn ich das vom Tisch fegen könnte und sage, Halleluja, Gott vergibt mir, aber dass ich jetzt dem anderen vergeben soll, weißt du nicht, was er getan hat? Da merken wir manchmal eine geistliche Unverträglichkeit oder Verdauungsstörung, wo wir Dinge, wenn ich sie höre oder wenn ich sie lese, elegant vom Tisch fege, weil ich nicht begreife, dass das Wahrheit ist, die mich stark machen soll. Oder machen wir noch ein letztes Beispiel, lieben. Die Milch wäre, ich sage dir, Gott liebt dich. Und dann sagst du, oh, Halleluja, gut, das mal wieder zu hören. Bisschen fester wäre, wenn ich dir das sage, und aber sage unabhängig von deinen Gefühlen gerade oder welche Fehler du noch machst. Und wenn ich mir das jeden Morgen in Erinnerung rufe, dann stärkt mich das schon. Dann ist das nicht keine nette Wahrheit, die zwar stimmt, aber für mich nicht greifbar ist und mich nicht stärkt am Morgen und meinem Leben, sondern mich noch erinnert daran, woran seine Liebe eigentlich gebunden ist. Und das ist nicht dein Gefühle und ist auch nicht dein Verhalten. Festere Nahrung wäre schon, wenn ich andere jetzt liebe, unabhängig wie sie sind, wie sie mich fühlen lassen, was sie tun, weil ich ihren Wert erkenne und ihre Berufung erkenne. Und mich diese eigenen Gefühle von Verletztheit, von Beleidigtsein, von ungerecht behandelt fühlen, wenn mich die immer weniger ablenken von der geistlichen Wahrheit, wie Gott dich sieht. Gott sieht dich so, dass du es wert bist, dass Jesus für dich gestorben und gelitten hat. Du bist es wert. Und immer dann, wenn ich oder wenn du das vergisst und meine Taten lauter sprechen lässt, als diese geistliche Wahrheit, wie Gott dich sieht, immer dann wird es wässrig.
und ich verlasse diese feste Nahrung. Als mein erster Sohn geboren wurde, da hatte ich kurz davor, es war eine bisschen längere Vorgeschichte, ich war am Ende da mit meinem halben Gebiss, was weggebohrt wurde. Aus verschiedenen Gründen. Genau, das heißt, ich konnte für einige Wochen, ich weiß nicht, vielleicht sogar Monate, habe ich schon verdrängt, konnte ich eigentlich nur Weiches essen, nur Suppe. Und ich weiß noch, wie ich im Krankenhaus bei der Geburt von meinem ersten Sohn rumgerannt bin für 3 Tage und nach Suppe gesucht habe. Da gab es zwar eine Mensa und da gab es auch zum Glück eine Suppe, aber es war blöd. Ich konnte für mich eine Zeit lang nur von Suppe ernähren oder von Weichem, von Kartoffelbrei. Und eine weiche Käsescheibe, die musste ich eher mit meiner Zunge zerreiben, als dass ich meine Zähne gebrauchen konnte. War nicht so schön. Und manchmal ist das so, dass wir denken, wir wären geistlich schon reif, aber wir merken, dass wir nur Flüssiges und leicht Verdauliches konsumieren können. Und das zeigt sich so ein bisschen daran, welche Themen mir in der Bibel wichtig sind. Und aus welchem Standpunkt. Wenn ich dabei stehen bleibe, dass Gott mich ja liebt, wenn ich stehen bleibe, dass Gott mir vergibt, dass Gott ja einen guten Plan für mich hat, dass Gott mich ja versorgt, dann ist das 100% selbstbezogen und zeigt, es ist ganz, ganz kostbare, aber flüssige Nahrung. Und wie schön wäre es, wenn wir Verdauungsstörungen, die wir bemerken, tatsächlich beheben, wenn wir tatsächlich irgendwann intakte Zähne bekommen oder auch behalten. Ja, mein zweiter Aspekt ist, Übung macht den Meister. Wir hatten gerade den Aspekt, mein Ego verleugnen, dass ich sage, dieses Alte ist gestorben, ich bin eine neue Schöpfung, ich kann göttlich leben, weil der Heilige Geist mich erfüllt hat. Der zweite Aspekt ist, dass ich Erfahrungen mit der Bibel sammle und dadurch stark werde. Und da lesen wir in Hebräer 5, Vers 11, aus der Hoffnung für alle lese ich wieder, darüber hätten wir euch noch viel mehr zu sagen, aber weil ihr so wenig hinhört, es ist so schwer, euch etwas zu erklären. In Vers 14, ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und wo der Heilige Geist sich so oft denkt, ich würde dir so gerne noch so viel mehr sagen. Und dann erlebe ich nicht, wie der Heilige Geist zu mir spricht. Und dann denke ich, ich habe irgendwelche Fehler gemacht. Ich bin irgendwie zu blöd. Gott redet nicht mehr. Damals vielleicht zu besonders geistlichen Menschen redet er. Aber der Grund ist nicht, dass irgendwas zwischen dir und Gott steht, sondern deine Verdauung funktioniert nicht, weil ich nicht reif geworden bin, weil ich nicht zuhöre und diese Fähigkeit nicht habe, dass wie in Johannes 14 Jesus zu den Jüngern sagt, der Heilige Geist, der Tröster, wird dich an alles erinnern und wird dich in alle Wahrheit führen, wird dich alles lehren. Das klingt ein bisschen mehr, als wir oft erleben. Das klingt ein bisschen mehr, als ich meine Bibel lese manchmal erlebe. Und der Grund ist, dass mein Hören, mein Verstehen, mein Verdauen oft nicht dem entspricht, was nötig ist, damit ich das Wort Gottes tatsächlich verdauen kann. Und Dinge kommen raus, wie sie reinkamen. Ja, aber das ist nicht der Sinn von Nahrung. Wie schön ist es, wenn wir ein Gefühl entwickeln, für feste Nahrung. Wir haben gerade gelesen am Anfang das erste Wort, darüber hätten wir noch sehr viel mehr zu sagen. Darüber, ja worüber? In dem Kapitel davor und auch ein bisschen danach geht es um Jesus, den hohen Priester, nach der Weise Melchisedeks. Vielleicht hast du das schon mal gehört und dachtest, Melchisedek, wer ist denn Melchisedek? Das ist ein Zeichen dafür, dass wir oft mit geistlichen Dingen noch nicht so vertraut sind, sondern eher die Bibel wirksam machen wollen für unseren Alltag jetzt. Was nicht der Hauptsinn ist. Dass ich einfach nur Dinge erlebe, in meiner irdischen emotionalen Empfindung, die da drin stehen. Da steht etwas drin über eine geistliche Wahrheit, die am Kreuz basiert ist und zu der du geworden bist. Und dieser Priester nach der Weise Melchisedeks, was ein bisschen sperrig klingt, geht darum über diese himmlische Identität von Jesus. Wir begrenzen uns manchmal auf die irdische Identität von Jesus und sagen, okay, Jesus wird angekündigt, Jesus war ein Baby, Jesus wuchs auf. Da wurde er irgendwann Teenie, dann ist er erwachsen geworden, hat er das gesagt und das gemacht und das gemacht, dann ist er gestorben, dann war er ein paar Tage nicht da, dann ist er wieder auferstanden und dann ist er in den Himmel gegangen. Das ist manchmal so unsere Vorstellung von Jesus. Und wir vergessen, Jesus gibt es ja heute auch noch. Also Jesus lebt ja im Himmel und da tut er ganz andere Dinge. Und wenn wir sehen, wie Jesus den Menschen begegnet im Evangelium, dann ist das ein bisschen anders wie das, was Johannes erlebt am Anfang von Buch Offenbarung. Wo ihm ein Jesus begegnet, wo es ihn umhaut, weil deine Herrlichkeit aus ihm herausstrahlt
die er nicht kannte, als er an Jesu Brust lag am Abendmahl. Heißt nicht, dass das Abendmahl unwichtig ist. Heißt nur, dass wir manchmal ein begrenztes Verständnis haben, wer Jesus eigentlich ist. Und der Jesus, zu dem ich heute bete, der Jesus, der heute in mir lebt, ist nicht die irdische Version, sondern ist doch die himmlische Version. Und dann merken wir vielleicht, wow, ich habe vielleicht eine sehr enge Perspektive von dem, wer Jesus ist. Ja, ihr hört wenig hin. Das heißt, dieses Hören ist träge, ist stumpf, ist müde geworden. Und diese Urteilsfähigkeit, die ich schulen soll, ist dieser Geschmackssinn. Wenn ich Bibel lese und meinen Geschmackssinn entwickle und schule, um Gut und Böse zu unterscheiden. Und Böse ist jetzt nicht einfach nur richtig und falsch, Lügen ja oder Lügen nein, Vergeben ja oder nein, sondern das hat so das damit zu tun, was in der geistlichen Welt wichtig für mich ist. Es gibt tausend Dinge, die in meinem Leben nicht Sünde wären, trotzdem reine Milch sind oder schlechter noch, mich abhalte vom Wachstum. So viel, was wir in unserer Unterhaltungsgesellschaft haben, ist Sünde. Aber vieles ist nicht Sünde. Aber selbst was nicht Sünde ist, kann ich mich fragen, wenn ich Hunger habe, warum konsumiere ich dann Blödsinn? Was mir zwar einen Geschmack gibt, aber mich nicht stärkt. Also ich sollte achtsam sein und einen Geschmackssinn entwickeln, wenn ich nachdenke, wer Jesus ist, was das bedeutet, dass ich in Einheit mit ihm bin. Wenn ich überlege, dass der Heilige Geist mit seiner ganzen Fülle in mir lebt, dann ist das schön, wenn ich eine Fähigkeit entwickle, Geschmack zu entwickeln und bei vielen Bibelstellen einen Geschmack bekomme und darüber bete und Gott mir Offenbarung gibt und ich zum Beispiel über Stellen, Jesus ist der hohe Priester nach der Weise Melchisedeks, nicht einfach drüber lese und denke, oh, keine Ahnung, weiß ja eh keiner, was das ist, sondern vielleicht ein bisschen Gott frage und ein bisschen danach frage, was ist denn diese feste Nahrung, die mir beschrieben wird, die gerade mir präsentiert auf den Teller gelegt wurde. Aber ich einfach denke, nee, ich kann nur Flüssiges, weg damit. Schade, wenn wir eigentlich den Anspruch haben, dass ich wachsen möchte. Wenn ich mich nicht nur darauf beschränke, wo in der Bibel Dinge sind, die meine Emotionen ein bisschen streicheln, sondern wenn ich danach frage, warum ist das? Warum ist das vielleicht immer so? Warum kann ich in der Fülle leben? Wie sieht das aus? Was bedeutet das ganze Erbe, dieses Ganze, was der Heilige Geist in mich hineingelegt hat? Was bedeutet das eigentlich? Und ich will das erfahren, ich will das wissen, ich will das erleben. Ich möchte das in der Bibel finden. Und nicht nur eine schöne Predigt hören, wo jemand anders das gefunden hat und mir davon berichtet, sondern ich will doch die Bibel in die Hand nehmen und sagen, Gott, zeig mir aus deinem Wort, dass das wirklich für mich ist. Wie schön wäre das, wenn ich das erlebe. Wenn ich nicht stehen bleibe bei Flüssigkeit, die mich ein bisschen genährt, aber schwach zurücklässt, sondern wenn ich suche nach diesen Fleisch- oder Tofu-Stücken in der Bibel, die mich tatsächlich stärken. Genau, wo ich dann sagen kann, unabhängig meiner Umstände, danke Jesus, dass ich es wert bin, dass du für mich gelitten und für mich gestorben bist. Danke Jesus, dass ich gefüllt bin mit deiner Gegenwart, mit deiner brennenden Liebe, mit deinem mächtigen Heiligen Geist. Danke, dass ich in deiner Gegenwart völlig rein, heilig, tadellos, makellos bin. Danke, dass ich es wert bin, dass das Blut Jesus für mich vergossen wurde. Danke, Jesus, dass ich eins mit dir bin. Und ich soll beim Bibellesen einen Geschmackssinn durch Training bekommen. Dieses Wort Training beschreibt im Griechischen diesen Athleten, der trainiert. Und der trainiert, weil er am Sonntagnachmittag nichts Besseres zu tun hat, sondern der trainiert, weil er ein Ziel hat, weil er stark werden will. Und wenn du einen Ernährungsplan von Hochleistungssportlern anschaust, da ist nicht so viel Flüssiges dabei. Auch Wasser. Aber die wollen Proteine, die wollen Eiweiße, die wollen Fleisch, die wollen Eier, die wollen was ihr Körper braucht. Aber manchmal sind wir im Geistlichen kein Sportler. Genau. Diese Reife bedeutet auch nicht, dass ich mich von der Bibel entferne und jetzt nur noch ins Prophetische gehe. Weil ich denke, ja, das Prophetische ist quasi noch höher als die Bibel. Nein, das sagt die Bibel nirgendwo. Die feste Nahrung findest du hier. Nicht in, ich habe gerade empfunden, ich habe heute Nacht geträumt oder ich habe irgendwas gesehen. Es ist wunderbar, wenn Gott das schenkt, aber die feste Nahrung ist hier in seinem Wort und nicht in meinen Empfindungen und meinen Offenbarungen, die ich bekomme. Wie kostbar ist es, wenn ich täglich über die Bibel nachdenke, sie studiere und sie auch bete, dass ich das anziehe, wie Gott mich sieht.
Mein dritter Aspekt ist, Verantwortung ist für Erwachsene. Hebräer 5, Vers 12 heißt es, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Das Ziel ist es, dass du deine Gaben nicht nur erkennst, deine Gaben nicht nur einsetzt, sondern andere Menschen mit deinem Dienst segnest, aber auch sie segnest, indem du sie anleitest, wie sie ihre Gaben einsetzen können. Das heißt, du bist vielleicht Evangelist, ja, dann evangelisiere, wunderbar, aber lehre auch andere Leute an, wie sie besser evangelisieren können. Wenn es deine Gabe ist, Menschen zu ermutigen, Menschen zu begleiten, dann tu das, aber lehre auch andere Menschen, das zu tun, ihre Gabe zu aufflammen zu lassen. Wenn du praktische Hilfe hast, dann tu das, aber lehre auch andere. Und das sollte immer dieser Fokus der Liebe sein, dass ich nicht mich selbst und meinen Dienst nur im Fokus habe, sondern meinen Nächsten, dem ich diene, aber auch den ich befähige. Das heißt, es ist so kostbar, wenn ich Verantwortung für Erwachsene habe und diesen Einsatz für andere begreife. Wenn ich nicht nur bei mir selbst stehen bleibe und denke, dass die Bibel segnet mich, sondern dass ich begreife, dass die Bibel das werden soll, was ich jeden Tag konsumiere, damit ich das auch dir zeigen kann. Und ich lade dich ein, aufzustehen und ja, Gott zu sagen, Gott, ich will mehr von dir. Ich will wachsen. Führe mich dahin, wo ich in manchen Bereichen nur Flüssiges, nur Milch konsumiere, weil ich nichts anderes halten und verdauen kann. Führe mich weiter, Papa. Damit ich ein Segen für andere sein kann. Dass ich begreife, das Evangelium ist dafür da, dass es mir erklärt, nicht nur, wofür ich dankbar sein kann im Irdischen, sondern wer ich geworden bin im Geistlichen. Was ich fähig bin im Geistlichen, damit ich das auch in dem Nächsten dann hervorrufen kann. Danke, Papa, Herr, für diesen wunderbaren Tag. Danke, Vater, für deine Wahrheit, die so ja, stark in unser Herz heute kommt. Vater, ich bete, Herr, dass du uns reifen lässt, dass wir stark werden, dass wir erwachsen werden, dass wir diese volle Reife bekommen, Herr Jesus, weil wir fähig werden, nicht nur Flüssiges, nicht nur Stückriges, sondern feste Nahrung zu konsumieren, die uns tatsächlich maximal stärkt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du was vorhast mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Unabhängig der momentanen Situation, unabhängig der Vergangenheit, Vater, bist du fähig, mit deiner Fülle, mit deiner Kraft in uns zu wirken. Amen. Amen.